Aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 2. November, und wir haben heute wieder Bundestagssitzungswoche und alle sind zurück von ihren Weltreisen, so auch mein Gast Dr. Philipp Lengsfeld. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind als CDU-Parlamentarier fast am Ende der Welt gewesen, nämlich in Nordkorea, kann man so sagen. Ist ja politisch gesehen fast das Ende der Welt. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, die internationale Arbeit gehört ja auch zum Spektrum der Arbeit im Deutschen Bundestag. So sagt man das heute. Ja, und wir können in bis zu drei sogenannten Parlamentariergruppen mitarbeiten, die diese Arbeit organisieren zwischen den verschiedenen Ländern. Und ich habe meinen Schwerpunkt nach Asien gelegt und bin in der deutsch-chinesischen, aber eben auch in der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe aktiv. Und einmal pro Legislatur fährt ein Teil der Arbeitsgruppe dann in das jeweilige Land. Und das war jetzt in unserem Falle die deutsch-koreanische Parlamentariergruppe. Und ich hatte die große Ehre und die große Freude, Teil dieser Delegationsreise sein zu können. Und die ging nach Nord- und Südkorea. Also da gehört für deutsch-koreanische Parlamentariergruppe gehören beide Teile dazu. Wir treffen dann Parlamentarier, muss man in Anführungsstrichen setzen, natürlich bei Nordkorea, dann auf der anderen Seite. In Südkorea haben wir natürlich ein demokratisch gewähltes Parlament und haben da auch jeweils ähnliche Organisationen, deutsch-koreanische Freundschaftsgruppen oder wie man es dann nennt. Nun ist ja die ganze Welt neugierig auf das, was da in Nordkorea passiert. Und Dr. Lengsfeld hat Fotos mitgebracht, die streuen wir ein in unsere Sendung, damit Sie so einen Einblick haben. Wir erklären die nicht, aber da sehen Sie schon das. Was ich meine, haben Sie die selber gemacht, die Fotos? Ja, der größte Teil. Also mein Handy durfte ich dabei haben. Das ist wohl auch eine Neuerung. Also bis vor wenigen Jahren musste man sein Handy an der Grenze abgeben. Das war jetzt diesmal nicht so. Wir haben ja seit 2001 erst Beziehungen zwischen Deutschland und Korea. Aber wir sind natürlich mit Diplomatenpass und offiziellem Status. Das heißt, wir sind zwar den ganzen Tag bewacht worden. Also wir hatten immer zwei Begleiter. Mhm. Die waren eigentlich auch sehr nett. Aber die haben uns die ganze Zeit auf Schritt und Tritt begleitet. Aber wir durften im gewissen Rahmen auch zum Beispiel fotografieren und haben auch einen gewissen Kontakt zu Menschen gehabt, natürlich nicht zur Normalbevölkerung, die gibt es eigentlich in Pyongyang kaum, und wir waren zwar auch außerhalb der Hauptstadt, aber auch da haben wir natürlich nur ein Teil der Menschen getroffen, aber wir hatten eben schon Kontakt mit Leuten im Hotel, mit Offiziellen, aber eben auch anderen, mit unserem Fahrer und ein paar Dingen. Also man hat schon einen gewissen Eindruck von dem Land bekommen. Sie sind ja CDU-Abgeordneter Bezirk Mitte in Berlin und dort ist auch die nordkoreanische Botschaft. Ja. Ein Riesenklotz. Ja. Was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Naja, wir sind in Nordkorea hat eben nur mit wenigen europäischen Ländern Beziehungen und Deutschland ist eins davon. Deshalb ist die nordkoreanische Botschaft in Berlin sicherlich von ziemlicher Bedeutung. Das Gebäude ist in dem Falle noch die alte DDR, das alte DDR-Gebäude. Übrigens ähnlich wie in Pyongyang, wo die deutsche Botschaft und andere Botschaften im alten DDR-Gebäude sitzen. Insofern wird da an eine gewisse Tradition angeknüpft. Es wirkt auch, jetzt mal oberflächlich betrachtet, sehr stark wie die DDR in den 80er Jahren. Bloß wir haben natürlich auch die leider sehr viel schlimmere Dimension auch gar nicht gesehen. Ne? Also in Nordkorea ist ja die Situation deutlich schlimmer. Also Mangelwirtschaft, Planwirtschaft und kommunistische absurde Propaganda, das ist ähnlich. Aber die Menschenrechtssituation und andere Geschichten sind natürlich in Nordkorea schon wesentlich schlimmer. Und sie basteln an einer Atombombe und das ist das Zentralproblem. Dieses Land steht am Scheideweg. Wollen Sie in eine totale Isolation, wollen Sie eine Militärdiktatur mit Ihrer wahnsinnigen Propaganda weiterführen, mit Atombomben und allem? Oder gehen Sie den Weg sämtlicher Nachbarn in Asien, den Weg von wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand? Und man hat beides. Wir haben beides mitbekommen. Es ist momentan ein Kampf und auch eine Richtungsentscheidung und es ist noch nicht sicher, in welche Richtung das Land letztendlich gehen wird. Ich sehe ja in letzter Zeit viele Filmberichte aus Nordkorea. Da war der große Parteikongress oder Geburtstag, ich weiß gar nicht, welche feiern. Geburtstag, sie ja, 70. Jahrestag. 70. Jahr. Jetzt gibt es bald einen Parteitag. Ja, das erste Mal seit 1980. Ja. Das ist ja schon ein Zeichen. Ja. Ja, alle Jahrhunderte mal einer oder so. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da durch die Straßen geht? Ist das so Hochglanz, wie uns das übermittelt wird, oder ist das potjemkisches Dorf? Es ist ein bisschen von allem. Also Sie haben jetzt nach übereinstimmenden Aussagen einen kleinen Aufschwung hingelegt. Also wir haben einen neuen Flughafen gesehen, der Zoo war renoviert. Oh, es sind Autos fahren in den Straßen von Pyongyang. Das ist wohl auch schon eine Neuigkeit. Sie haben ein eigenes Mobilfunknetz, natürlich ein geschlossenes, nur innerhalb von Nordkorea.
Aber wie in anderen asiatischen Ländern rennen jetzt auch viele Leute mit einem Mobiltelefon durch die Gegend. Kommen Sie ins Internet da? Konnten Sie? In diesen Spezialhotels gibt es sowohl Fernsehen als auch Internet, wenn auch mit Schwierigkeiten. Ich habe es dann nicht gemacht, ist auch sehr teuer. Die ziehen dann sehr viele Devisen ab von den Touristen. Also auch die Bücher des großen Marshalls kosten da ziemlich viel Geld, sind aber natürlich auch Hochglanzwerke. Insofern, man sieht diese Zeichen der Öffnung, aber man hat auch das andere. Man wird früh um 6 geweckt durch Propagandamusik, die irgendwie alle 2 Stunden über die Straßen schallt. An jeder Ecke, in jedem Haus, in jedem Besprechungsraum ist so ein Doppelporträt. Sind auch Führerporträts an Sohn, jeder, ne? Ecke, ja, Opa und Opa. Vater. Der Amtierende wird noch nicht so aggressiv porträtiert. Der ist eigentlich noch gar nicht auf den Fotos drauf. Überall sind Statuen. Das ist halt schon sehr, sehr krass. Ja, alle Sie rennen auch mit so einem Partei-Button rum, wo entweder der Opa und Vater drauf sind oder nur der Opa oder nur der Vater. Ja, je nachdem, wie es passt. Ist es Ihnen denn gelungen, mit normalen Menschen auf der Straße oder im Restaurant? Ich habe gelesen, in Pyongyang gäbe es 3 italienische Restaurants. Ja, also im italienischen Restaurant waren wir jetzt tatsächlich nicht. Wir waren aber in anderen Restaurants und wir hatten auch Interaktionen. Wie normal diese Leute jetzt sind, ist oder sehr, sehr schwer. Oder waren die da vorhin gesetzt? Nee, das glaube ich jetzt, bei Sie dem Restaurant. Sie waren ja auch hier angekündigt, ja, wenn man das sieht. Ja, wir sind auch prominent dann in der Zeitung gewesen. Nordkoreanisch Neuen Deutschland, ne? Absolut, ja. Ist natürlich schon was Besonderes. Das ist klar, es ist eben auch eine Gratwanderung, die man da immer macht. Aber alleine, dass wir da waren und dass wir bestimmte Dinge ansprechen, dass wir bestimmte Dinge nachfragen, dass wir ihnen auch signalisieren, dass zum Beispiel dieser Atomkurs Wahnsinn ist, dass es natürlich richtig ist, das Land wirtschaftlich zu öffnen, das bewirkt natürlich schon ein bisschen was. Und wir haben auch sehr interessante Sachen, da habe ich auch ein Foto. Die haben keine funktionierende Stromversorgung und haben aber trotzdem jetzt irgendwie Geld, sodass dann ein Teil der privilegierten Klasse, die ja in Pyongyang wohnt, jetzt sich Solarpaneele gekauft hat und in sehr vielen Wohnungen jetzt einzelne Solarpaneele auf dem Balkon stehen, womit sie dann ihre Wohnung mit Strom versorgen. Also das ist natürlich so ein Symbol für Misswirtschaft, aber eben auch für Aufbruch und sozusagen neuen Bedürfnis nach Wohlstand. Also ist eine ganz interessante Geschichte. Die Wirklichkeit in Nordkorea ist anders als das, was wir hier sehen. Also der Glanz, ja, aber nicht völlig anders. Nicht völlig anders. Ja, es ist, man sieht das andere auch schon und bestimmte Sachen konnten wir auch gar nicht ansprechen. Also wir haben über Zwangslager nicht geredet. Wir haben über Menschenrechte im Allgemeinen geredet, aber das ist, die Vorstellung ist ja so furchtbar und das kann man, also das haben wir nicht direkt ansprechen können. Und das Thema Zwangsarbeit, das hat uns schon begleitet, auch in der Sonderwirtschaftszone. Da ist es ja noch in einem sehr angenehmen Format, kann man sagen, aber trotzdem kurios. Also 50.000 Nordkoreaner arbeiten in südkoreanischen Fabriken auf nordkoreanischem Territorium, bekommen aber nur ein Zehntel des Gehalts, den Rest kassiert die Partei für ihr Atomprogramm. Das ist natürlich eine irre Geschichte. Und da kamen dann 2 von denen, das war mal so eine spontane Interaktion von unseren Begleitern und haben dann gesagt, wie fandet ihr das eigentlich, diese Sonderwirtschaftszone? Und da haben wir gesagt, ja, ist doch schön und hier wird ordentlich was produziert und es hilft ihnen. Und da sagt die, nein, Pyongyang ist die Hauptstadt und wir können das gar nicht akzeptieren, dass die hier für die Südkoreaner arbeiten, unsere gut ausgebildeten Leute. In Klammern, die Arbeitsbedingungen sind da natürlich viel, viel besser als in jeder durchschnittlichen koreanischen Fabrik. Wobei die dann sagen, ja, haben Sie denn schon mal eine Fabrik in Pyongyang gesehen? Nein, weil dürfen wir ja nicht. Naja, also schon sehr kurios. Ja. Da hat man sie auch nicht reingelassen. Also wir hatten jetzt keine Fabrik auf dem Programm und das wäre dann garantiert ein Potjomkinsches Dorf gewesen. Also die normalen Arbeitsbedingungen kriegen wir da bestimmt nicht zu sehen. Als Mitglied des Bundestages muss man ja über so eine Reise berichten, glaube ich. Ja, was schreiben Sie denn da jetzt rein? Ja, wir hatten schon während der Reise, wir hatten auch Journalisten dabei, die durch unsere Delegation mit ins Land durften. Wir sind dann immer mit 2 Bussen rumgefahren, also wir hatten ZDF, wir hatten Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, da ist auch ein großer Artikel schon, sind da schon erschienen. Wir haben auch teilweise ja schon aus dem Land rausberichtet, mit Telefonaten, ist dann auf der Webseite von unserem Delegationsleiter zum Beispiel erste Berichte veröffentlicht worden. Der Koschig, nicht? Ja, Hartmut Koschig, genau. Dann hat Bild Online schon was gebracht. Ich selber werde einen ausführlichen Bericht auf meiner Seite bringen. Also da kann man dann viel drüber lesen und auch viele Fotos. Also
das ist schon, ist ja auch eine interessante Geschichte, die ich natürlich meiner Basis und auch meinen Wählerinnen und Wählern nicht vorenthalte. Nachdem meine Neugierde jetzt ein bisschen befriedigt ist, wie es da aussieht, was ist denn Ihre politische Schlussfolgerung für die Bundesrepublik? Sollen wir mit dem jungen Führer, Marschall haben Sie ihn eben genannt? Ja, das ist die offizielle Bezeichnung. Also ich sage ja, dieses Land steht am Scheideweg und die Entscheidung ist zwischen sozusagen Militärstaat, totaler Isolation mit Atombomben oder eben einem Weg, der vorgezeichnet ist durch den chinesischen Weg oder auch durch den südkoreanischen Weg. Die würden sich jetzt wahrscheinlich eher an den Chinesen orientieren, die es ja irgendwie noch hinbekommen haben, ihre kommunistische Partei mit einem Wettbewerbs- und Leistungssystem par excellence zu kombinieren. Und an diesem Scheideweg stehen die und da helfen wir ihnen natürlich, in die eine Richtung zu gehen. Aber wenn sie in die andere Richtung gehen, dann wird es sehr konfrontativ. Was glauben Sie denn? Wohin gehen die? Ist noch nicht entschieden. Also alle Nachbarn, alle drumherum sagen händeringend, geht den einen Weg. Aber wenn die den anderen Weg gehen, dann werden wir es zunächst erstmal nicht verhindern können. Aber dann wird es in einer totalen Konfrontation enden. Also ich glaube auch, dass die Chinesen da auch nicht mehr lange zugucken, weil zum Beispiel diese Atomversuche im koreanisch-chinesischen Grenzgebiet sind. Die machen unterirdische Versuche, da entstehen dann Erdbeben, da kann dann vielleicht auch ein Krater, ein lang inaktiver Vulkan dann wieder zum Ausbruch kommen und dann können sonst so welche Dinge passieren. Und das lassen sich die Chinesen, auch die einfachen Chinesen, nicht bieten. Da ein Veto machen. Wir verlassen jetzt Nordkorea, machen eine kleine Pause und dann sind wir wieder hier und wir reden über die kommende Woche im Bundestag. Und natürlich über das, was diesem Wochenende passiert ist in Sachen Flüchtlingskrise. Bei mir ist Dr. Lengsfeld von der CDU, Wahlkreis Mitte in Berlin. Bleiben Sie dran, hat spannende Geschichten zu erzählen. Bis gleich.